Ach, ja, ey. Boah, ich. Der Feind hat Zone A erobert. Geht man das mit? Ich hab mal Ladekabel, macht mir Probleme, ey. Ja, ich hab mal mittlerweile auch mal aus. Zone B ist neutralisiert. Weil mein Controller macht ab und zu so Faxen, weißt du, wenn ich ein gutes Kabel drin hab, dann. Ich kenn das. Ich hab mein Kabel, deswegen. Ich hab mir mal deswegen ein neues Kabel gekauft. Wir sind auf B. Fuck. Achtung bei der Schwere. Schwere Munition. Wir haben sie nicht gekriegt, ich habe sie dir weggenommen. Feind hat Zone B erobert. Oh, der ist ja unsichtbar, der Sack. Zone A neutralisiert. Zone A ist sicher. Hinter mir, Tolesto. Ja. Ist schon klar. Zone C verloren. Feind hat Zone C eingenommen. Zone B ist neutralisiert. Na ja, gut, im Super. Sicher. Arsch. Und die spawnen natürlich alle bei C. Ja, ich bin gerade auch da. Ich bin dir genau gefolgt, Henning. Ich bin genau hinter dir gewesen. Das ist genau dasselbe habe ich auch erlebt. Das war jetzt richtig mieser Spawn-Moment von denen. Ja. Noch 5 Minuten. Ah, wieso ist mein Fiesting nicht so stark wie sein Fiesting? Wahrscheinlich, weil er höheres Lichtlevel hat. Ja. Das ist ja aktiv hier. Levelvorteil. Achtung, die kommen noch alle zu mir. Die sind A. Und holen sich A. Boah, ist der am Lecken, der eine. Zone A verloren. Der Feind hat Zone A erobert. Den habe ich schon zweimal gekriegt, den der so übelst am Lecken. Ja, das ist aber assi, wenn man so das. Ja, Zone C neutralisiert. Zone C ist sicher. Ihr habt es fast geschafft. Dreifach Kill. Zone C verloren. Nope, ja. Zone A neutralisiert. Feind hat Zone C eingenommen. Zone A ist erobert. Sie gehört euch. Wir wollen schon wieder. Gibt der Stadt Hoffnung. Jawohl, den habe ich noch aufgelöst. Und den nächsten Beutezug habe ich fertig. 5 Matches in Folge gewinnen. Ach, schön. Ja, stimmt, gibt ja 10 Punkte pro gewonnene Match, ne? Ja. Oh, und Lichtpartikel! Und hat ein 312er, guck mal, Pistole. Zweitwaffe ist das, ne? Will ich auch mit Pistole.
Nein, ich habe drei der seltsame Münzen gekriegt, nicht Lichtpartikel. Ach, drei seltsame Münzen. Ja. Mal gucken, was ich jetzt gleich kriege, wenn ich den Beutezug abgebe. Und kannst du ja jetzt machen, wirst du sehen direkt. Werde ich ja jetzt auch. Das hört sich gleich nach Essen an. Bestimmt so. Der blendende Brand. Brand? Ich war nicht im Brand. Weißt du noch, der... Der war los. Der Herr Brand war das, ne? Ja, Mann, unser Massagelehrer. Musste so lachen, ich muss euch was erzählen. Hier in Zeitung steht Brand im Puff. Ich war gar nicht. Ja. Der hatte so Stories teilweise drauf. Das ist so herrlich gewesen. Er war super, der Mann. Ja. Der war so gut, ey. Ah, jetzt habe ich drei der Münzen vergessen einzusetzen. Ich hatte gerade ein Vierfachkill. Das ist ärgerlich. Noch. Ja, jetzt ja, aber die Runde vorher habe ich total vergessen. Ich habe einen Vierfachkill gemacht, ey. Schäm dich. Hätte ich eh noch Lichtpartikel bekommen, regt dich nicht auf. Du hast eine Pistole, glaube ich, noch gekriegt, ne? Eine Zweitwaffe. Ja, ja. Ich spiele auch mit Pistole. Als Zweitwaffe, die ist richtig gut. Ja, ich habe die Pistole bekommen. Wie gesagt, vom Eisenbanner. Der ist gut. Mit der spiele ich ja doch, weil du kriegst, wenn du das voll gelevelt hast, dann habe ich auch, wenn ich sterbe, sofort Munition in zweiter Waffe. 15 Schuss auf jeden Fall immer garantiert drin. Weil du hast ja keine Munition, wenn du stirbst. Das ist Sekundärwaffe. Alles auf 400 bringen, das ist nicht einfach, aber machbar mit Eisenbanner. Kontrolle. Alpha Team. Was hast du du hast die Eisenbanner, die ich auch habe, die Eisenbanner wahrscheinlich. Halte dich nicht zurück. Deine Gegner werden es auch nicht. Ach, wo laufe ich denn jetzt hin? Ach komm, jetzt ist egal. Ich laufe mal zu B. Mit Umweg und Gegnerkontakt wahrscheinlich, wenn ich Glück habe. Ja, die laufen alle zu B. Zone C ist sicher. Der Feind hat Zone A erobert. Feind hat Zone B erobert. Zone A neutralisiert. Zone A ist sicher. Ich finde das gut, dass sie die Beutezüge leichter gemacht haben beim Eisenbanner, weil da waren auch ein paar Beutezüge, die waren fast unmöglich. Ja. Oh. Der Snipper. Der Schnipper, der. Zone A verloren. Doppelkill. Zone B ist neutralisiert. Ja doch, für neutralisiert. Hier kriegst du doch 25 Punkte, wenn du neutralisierst. Wahnsinn. Beim normalen anderen nicht. Beim Eisenbahner schon. Führung okay. Übernommen. Der Feind hat Zone A erobert. Zone C verloren. Achtung, hinter euch! Feind hat Zone C eingenommen.
Ich nehme A ein. Ihr habt Zone A neutralisiert. Hier hinter dir. Okay. Ich hab Zone A erobert. Hab einen bei C. Fuck. Wie viele sind denn da bei C? Hast du es gesehen, dass du gestorben bist? Nein, einer ist da auf jeden Fall zwischen den Säulen hinten irgendwo. Das war der gerade. Hinter mir ist ein. Daneben. Ah doch, ich bin doch gefangen, scheiße. Packt ihr hier noch so den Palpatine aus, ey. Feind hat Zone B erobert. Da hat er so einen komischen Fledermaushelm an. Das irritiert mich total. Ja. Scheiße. Zone C neutralisiert. Ihr habt Zone C eingenommen. Zone A erobert. Zone B ist neutralisiert. Fuck. Achtung, die kommt zu C. Schwere Munition kommt. Warum stirbt er nicht? Der eine mit dem komischen, besessenen Helm. Keine Ahnung. Zone C verloren. Schwere Munition verfügbar. Feind hat Zone C eingenommen. Ich bin auf dem Weg zu A. B ist frei. Ja, ich bin auch in der Nähe. Da kommt einer. Oh. Zone A neutralisiert. B sind 2, 3. Ach Mann. Was ist denn da los jetzt, Alter? Führung abgegeben. Zone ja, A ist erobert. Auch. Sie gehört euch. In Führung. Weil wir so grottenschlecht sind, ey. Ich hätte gerade 3 killen können. Führung ach, verloren. Nein. Führung übernommen. Ah, der mit dem Fledermaushelm, der regt mich so auf. Ja, der stirbt auch nicht. Führung ich glaube, der ist am Laggen. Ich glaube, der hat extra die Internetverbindung. Wenn du den Namen mal von dem weißt, sag mir Bescheid. Das geht mal mittlerweile Liste. Nicht mehr, Matthias. Melden? Doch, das geht. Habe ich schon ja, gemacht. Ja, aber dass er so halt das mit der manipulierten Internetleitung, glaube ich, Zone B ist neu. Ja, guck mal gleich auf die Verbindung. Ja, ich habe gesehen, der laggt die Sau. Der hat eine rote Verbindung. Ist sicher. Weiß ich. Der Feind hat Zone A erobert. So knapp schon wieder. Führung verloren. Es ist immer der letzte Millimeter, wo man fehlt. Naja, kenne ich. Weil die Waffe nicht Durchschlagskraft hat. Zone C ist sicher. Führung übernommen. Noch 5 Minuten. Sünde? Ah, zwischen A und B. Zone B verloren. Hey, ja, ist klar. Feind hat Zone B erobert.
bin zu arm. Ja, das ist genau am Gegner vorbeigelaufen, der C eingenommen hat. Zone A neutralisiert. Zone C verloren. Zone A ist sicher. Ja, aber zu zweit. Freunde, zu zweit ist einfach nicht okay. Feind hat Zone C eingenommen. Da kommen 3 zu A. Wir sind auf B. Einer also ihr habt Zone B neutralisiert. 2 habe ich. Zone B ist sicher. Den dritten habe ich auch. Vierten habe ich auch. Habe ich nicht mehr. Oh, da sind noch mehr, da sind noch mehr. Fuck. Hab den nächsten. Naja, mit dem Super. Ah, so eine C neutralisiert. So eine A verloren. Oh, das ist einer von uns, okay. Da ist noch einer bei A. So eine C ist sicher. Der Feind hat Zone A erobert. Zone B verloren. Ah. Feind hat Zone B erobert. Bin bei A. Zone A neutralisiert. Achtung, da in dem Tunnel. Links. Auf A holen sie es zu zweit. Ich bin bei B gerade. Der Feind hat Zone A erobert. Komm mit. Zone C verloren. Ihr habt Zone B neutralisiert. Feind hat Zone C eingenommen. Ihr habt Zone B eingenommen. In Führung. Führung verloren. Achtung, da kommt einer. Ich bin bei C. Zone C neutralisiert. Zone B verloren. Zone C ist sicher. Ihr habt Zone B eingenommen. Führung übernommen. Oh, der legt sich. Zone A neutralisiert. Eine Minute. Mal legt er. Der mit dem komischen Helm da, ne? Ist sicher. Totale Kontrolle. Gute Arbeit. Feind hat Zone B erobert. Ja. Sie zur Strecke. Das wird knapp. Mach weiter Druck. Bei C. Bin bei B, nehmen wir gerade ein. Zone B ist neutralisiert. Zone C verloren. Zone B ist sicher. Zonen unter Kontrolle. Jawohl. Ziele eliminiert. Gute Arbeit. Exotisches Engramm. Ja, herzlich. Danke. Da war ich sehr lange Letzter. Dann habe ich irgendwie eine gute Serie eingelegt. Stiefel? Ja. 400 schon wieder. 315er Stiefel. Geht doch. So langsam. Es läbertisch.
Ja, aber wenn du das jetzt die ganze Woche durchgehend machst, dann wirst du auf jeden Fall gut hochkommen. Ich denke auch, ja. Was war denn das für ein exotisches Engramm? Aber jetzt kann ich wieder nicht infundieren, weil der scheiß Sporendreck mir fehlt. Das heißt, es bringt mir wieder nichts. Ja, müssen wir da gleich noch ein Wurmspäumchen farmen gehen. Wie viel haben wir es denn? Dann gehen wir gleich nochmal aufs Grabschiff. Ach cool, ich habe Eisenstiefel. Was ist denn das? Solardoppelkill? Was hat das noch? Schrotflintenmunition und Maschinengewehr. So, mir fehlt nur noch ein Dings, dann bin ich durch im Eisenbanner. Ja, aber ich spiele trotzdem weiter, ne? Das ist cool, weil hier kann man echt noch Sachen abgreifen. Drei der Münzen. Hast du nicht so ein Schmelzsiegelruf und so spendiert? Booster. Ja. Warum ist es? Ach so, weil bei mir ist er irgendwie nicht drin. Wird er nicht angezeigt? Nur exotisches Partikel, weil ich hier mit reiner Münz. Wahrscheinlich wieder ein Bug. Keine Ahnung, kann auch. Wie schaut der aus, dieses Booster? Hm. Das Icon? Das ist so ein gekreuzte Axt, oder wie? Weiß ich jetzt gerade nicht. Warte, ich muss nachgucken. Kann auch sein, dass er jetzt ausgelaufen ist. Ja, ist diese gekreuzte Axt. Oder zwei gekreuzte Schwerter. Eisenbanner Kontra. Oh nein, Henning, unsere Map. Abgrund so, ohne Ende. Wenn sie so gespielt wird wie üblich, dann ist der Massenprügelpunkt B. Ja, und ich laufe zu A erstmal. Ich laufe direkt zu B. Kommt schon. Wir haben Zone A erobert. Ich bin fast runtergefallen. Hat Zone C eingenommen. Geht Führung. Zone B ist sicher. Ja. Und jetzt kommen sie wahrscheinlich über die Mitte. Noch ein Titan auf dem Weg. Rechts außen. Hier außen, außen, außen. Ah, einen habe ich mit. Der eine ist am Snipen. Fuck, hat mich. Zone B verloren. Weiter Zone B erobert. Ich bin bei C. Zone C neutralisiert. Führung abgegeben. Zone C ist sicher. Genau, Henning, da wollte ich jetzt auch hin. Ach fuck, das war der. Ach, schon raus. Wieder der. Ah fuck, von da. Achtung, Matthias, aus dem Tunnel kommt einer zu A. Okay. Will A erobern. Das sind mehrere. Zone A verloren. Ihr habt Zone B neutralisiert. Der Feind hat Zone A erobert. Scheiße. Drei konnte ich holen, den Rest aber nicht mehr. Ihr habt Zone B eingenommen. So, den Mapusa habe ich geholt, den Sack. Das ist der doofe Hund. Das ist mir egal. Der Lecker, ne? Ja, der Lecker. Das ist mir jetzt wichtig. Das war mir jetzt persönlich wichtig. Doppelkill. Okay, da ist noch einer bei B2, konnte ich, der andere nicht. Aber nimmt dann die anderen Zonen ein. Wenn da ja. Komm. Wenn ihr dazu kommt. Ich krieg einfach nur gerade jedes Mal. Weiter Zone B erobert. Gehen wir direkt zu A. Go, alles klar, Postmortem, weg ist er. Ihr habt Zone B neutralisiert.
Was? Ach, fick dich, Abgrund. Wir haben Zone B eingenommen. Genau das meinte ich, der Abgrund. Führung übernommen. Ja, genau in dem Moment. Boah. Ach komm. Abgrund 1-0 für den Abgrund. Ja, das ist saugefährlich bei der Map. Führung verloren. Zone C verloren. Zone B verloren. Nichts Zone C verloren. Weiter Zone B erobert. Zone C ist sicher. Zone A neutralisiert. Ich habe C und A im Blick. Ja, ich auch. Achtung, da bei A, Jäger. Ich habe nur noch den scheiß Pfeil gehört. Boah, das sind alle. Und einen habe ich. Hol ihn dir. Der Feind hat Zone A erobert. Zone B ist neutralisiert. Nein! Ihr habt Zone B eingenommen. Schwere Munition kommt. Feind hat Zone C eingenommen. Schwere Munition verfügbar. Sacke sich, die stürmen in C. Zone B verloren. Oder B. Und B stürmt Zone A B. Ist sicher. Feind hat Zone B erobert. Nein! Ich konnte einen holen, aber... Bin bei C. Zone C neutralisiert. Zone A verloren. Zone C ist sicher. Oh, Abgrund. Hat Zone A erobert. Wenigstens kill ich einen. Und zwar mich. Das ist auch nicht meine Runde gerade. Naja, ist das gerade auch nicht meins gewesen. Zone A neutralisiert. Ja. Hab dich gerecht. Da bin ich dir auch sehr dankbar für. Die kommt zu C. Zone A ist sicher. Ach komm, das ist doch scheiße, wenn man hier an der Wand hängen bleibt. Doch kompletter Schwachsinn. Hauptsächlich. Nur noch 5 Minuten. Zone A verloren. Der Feind hat Zone A erobert. Ja, ist klar. B. Fuck. Zone A neutralisiert.
Zone A ist sicher. Ich weiß nicht, wie die kommen muss. Zone oh nein! B ist neutralisiert. Zone A verloren. Zone B ist sicher. Ach, der Feind hat Zone gekommen. A erobert. Der ist dann super verschwendet für nichts. Sehr gut, Junge. Hinter dir, Henning. Ja, vorne war auch einer. Zone A neutralisiert. Zone B verloren. Zone C verloren. Ja, die Runde kriegen wir voll auf. Weiter Zone B erobert. Diesmal aber nicht. Ich glaube, es ist so. Nur wenn ihr die Zonen erobert, könnt ihr sie. Nein, ich werde gleich auch ins Bett gehen, aber war gut. Boah, das war aber dicke, haben wir verloren, Alter. 20.000, ja. 16.000, was war denn da los? Oh, guck mal hier, was er für Sachen kriegt. Das ist ein Eisenbahnerhelm. Was ist das für ein Helm? Ne, Handfeuerwaffe, cool. Kannst du uns mal rausziehen aus dem Eisenbanner? Also mit. Okay. Hat er echt gute Sachen hier, guck mal. Jetzt hat er einen richtigen Eisenbahnerhelm. Und schon die Stiefel dazu. Ich hab die Handfeuerwaffe gekriegt noch. Ich würde die einfach nur anziehen, das sieht cool aus, die Eisenbanner-Dinger. Ich werde hier zugespammt mit irgendwelchen Schuhen. In den Turm kurz? Das wäre nett. Und dann mache ich mich auch langsam. Dann wird zweimal die gleichen Beinschienen bekommen. Kannst ja gucken, welche was hat. Ich musste auch zweimal hingucken, ob ich Arcus oder Solar. Ja, Doppelkill. Fusionsgewehr, Entschuldigung. Was haben meine jetzigen überhaupt? Scharfschützengewehr, ja, okay. Den letzten Eisenbanner-Beute zu kriege ich dann morgen fertig. Ja, wir können ja morgen wieder eine Runde. Nur halt kurz in den Turm, also in den normalen Turm, damit man Entgramme beim Kryptarchen. Dann will ich wissen, ob ich jetzt die Brust auf 400 kriege. Dann fehlen mir nicht mehr so viel Sachen. Naja, aber wegen Wurmsporen und so weiter, wie gesagt, auf dem Grabschiff musst du dafür. Patrouille am besten. Ja, genau. In der Patrouille. Und dann am besten einfach dem an dem Punkt, wo du spawnst. Von da aus entweder links am Rand der Karte entlang oder rechts am Rand der Karte entlang. Komplett einmal im Kreis da, das erste Gebiet. Okay. Immer wieder im Kreis laufen, im Kreis laufen. Die Gegner wegballern, im Kreis laufen. Und die Räume sehr kontrollieren nach Truhen und Kisten. Okay. Weil da kriegst du auch immer wieder welche raus. Und da kriegst du auch noch ein paar andere Sachen raus, die du noch brauchst, um die exotischen Schwerter hinterher machen zu können. Okay. Die Hadron-Flocken. Wollen wir uns denn morgen auch wieder zum Eisenbahner ein bisschen so zusammen zu dritt spielen, oder? Können wir machen, ja. Wenn ich nichts anderes vorhabe, keine Ahnung. Jetzt ist es kaputt. Ja, du bist morgen, ist ja so entspannend. Oh, ich habe irgendwie Schmelzziegel. Habe ich hier im Leuchten. Ich hab
was beim Krypta-Affen. 2 Stunden zum Ball. Die Besessenen verseuchen unsere Welt. Schmelztiegel-ID. Nö. Nice. Du hast vom Donnerlord. Das passt mir wie die Faust aufs Auge. Es ist eine Waffe des großen Desasters. Unserem ersten fürchterlichen Versuch, die Schar auf dem Mond zu bekämpfen. Uns gibt es noch. Kommt die Wenn du es mit den Kabalen aufnehmen willst, musst du trennen. Der König der Besessenen besiegt, doch nicht zerstört. Es gibt ja auch, wenn man ab... Ich weiß nicht, ob die dir das gesagt hat, der andere, aber wenn du Level 3 erreichst bei Schmelztiegel, Vorhut oder wo auch immer, dann kriegst du auch so ein Überraschungspaket. Ich weiß nicht, ob das der andere dir erzählt hat. Na gut. Ich würde sagen, dann noch einen schönen Abend euch. Danke, gleichfalls. Same. Matthias. Bis bald. Übermorgen dann mal eine Runde in Bolivien unheilig stiften. Ja, können wir machen. Der Ghost Recon haben wir auch schon nicht mehr gespielt. Danke dir. Können wir dann ja bei dir ein paar Missionen machen? Ja, stimmt, weil mir fehlen ja einige. Also ja, ich muss ja von vorne anfangen, genauso wie du, weil. Ja, ich habe ja schon angefangen, aber dann machen wir erst bei dir und dann. Ist ja kein Thema. Na gut, alles klar. Dann würde ich sagen, hören wir uns. Alles klar. Tschüssi. Ciao. Was macht sie stärker? Ja, ich will noch ein bisschen Story zocken. Wie spät ist es denn überhaupt? Die Besessenen sind ja, immer ich glaube, ich werde langsam in Richtung Bett gehen. Dann 20 vor 10. Der Reisende sieht heute heller aus. Okay. Nein. Sonst hätte ich gerne nicht mitgespielt, aber naja, morgen noch Arbeit, noch 2 Tage, dann ist Wochenende. Kämpf weiter. Aber das Eisenbanner finde ich ganz gut. Das bringt einen echt weiter. Wie viele seltsame Münzen hast du denn noch? Diese komischen lilanen Münzen da. Legendäre Marken meine ich, heißen die nicht seltsame Münzen, legendäre Marken. Also 64. Ja, du kannst dir dann auch bei diesen ganzen Vorhut oder Schmelzsiegel oder wo auch immer auch dann die Waffen kaufen, so ab 380er Stärke und so weiter. Das ist für dich dann interessant. Wir haben ja auch hier alle verschiedene Waffen. Aber die Dorn, den Beutezug, den hätte ich auch gern. Ich habe sie damals gemacht als einer der ersten von den Leuten jetzt hier auch vor Henning und so. Und ich hatte, da musstest du, so schwer war der Beutezug, du musstest im PvP mit leere Waffe, nur leere Waffe, musstest du Leute killen. Und wenn du einen gekillt hast, hast du irgendwie 1% Fortschritt. Und wenn du getötet wirst, irgendwie verlierst du 5% des Fortschritts. Also das war so eine Prozentanzeige und das war so langwierig. Und ich hatte nur eine Waffe, die diese Leere hatte am Ende. Boah. Das war eine der besten Handfeuerwaffen, die ich gespielt habe. Na gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja, thank you. Und dann, ich denke mal, vielleicht bis morgen. Ja, wir können ja mal gucken. Schreiben oder so. Mhm. Ja, passt gut. Alles klar. Passt gut. Dann. Mach's gut. Na? Ja, bis ciao. Dann. Ciao. Hi. Klar. Die Übersicht. Mal sehen, was sie können. Die Besessenen kriechen unter der Haut unserer Welt umher.
Die Ausgeburt von Kota. Hast du sie gesehen? Ich bin Otto. Ja? Bestätigt. Auf Wiedersehen. Tritt bitte zur Seite, Hüter. Deine stärkste Waffe. Da unten haben wir die eisernen Lords. Das nimmt man nicht leicht. Hüter, Kate lobt dich sehr. Bist du hier, um zu kämpfen oder um zu forschen? Egal, ich kann dein Licht gebrauchen. Neugier. Wir haben uns noch nicht kennengelernt. Ich bin Tyra Khan. Früher war ich die Archivarin der Eisernen Lords. Saladin beorderte mich zurück, da er glaubte, mein Wissen darüber, was hier passierte, könnte nützlich sein. Der Späher, den die Vorhut geschickt hat, Shiro. Er hat mich gebeten, die Daten, die du gesammelt hast, anzusehen. Anscheinend bin ich die einzige Person hier, die alt genug ist, um einen Sinn daraus ziehen zu können. Ich habe jedenfalls alles, was ich herausgefunden habe, weitergegeben. Und nun möchte er dich sehen.
vor allem anderen. Hallo. Lord Saladin hat lange... Hey, wir haben uns über Funk unterhalten. Ich bin Shiro 4. Ich leite Speermissionen für Kate und die Vorhut. Die Daten, die du mitgenommen hast, zeigen eine gewaltige Gefallenenbesatzung dort draußen. Saladin nennt es die verseuchten Lande. Ich habe den Turm um Verstärkung gebeten, aber wir brauchen jemanden, der sie anführen kann. Du kennst nicht zufällig jemanden, der Interesse hätte, oder? Sei wachsam. Komm sicher nach Hause. Du hast eine verdammt gute Erfolgsbilanz, Hüter. Hast du das gesehen? Wir haben ein echtes Problem hier in den verseuchten Landen. Du hast noch nie Gefallenen wie diesen Teufelsspleißer gegenüber. Suche jetzt. Kanäle zum Turm stehen offen. Transaktion abgeschlossen. Unsere beste Chance, das unter Kontrolle zu bringen, mehr über die Silber-Tech-Fähigkeiten zu wissen. Ja, dann machen wir noch den Schatttyp, hä? Varix hat beunruhigende Neuigkeiten. Die Teufelsspleißer haben dank Siva einen alten Feind wiederbelebt. Tanix, der Vernarbte, ist jetzt Tanix perfektioniert. Tanix Crew hat sich den Spleißern angeschlossen. Sie reanimieren seinen Körper mit Hilfe von Siva und haben sein Territorium übernommen. Lord Saladin sagte, dass du in Altrussland unentbehrlich warst, Hüter. Wir fanden, du solltest dich darum kümmern. Ach, fandet ihr?
Sieht so aus, als ob Taniks Schiff intakt ist. Begib dich ins Aufzugsfeld.
ist das nur möglich?